Vögel. Ja. Eigentlich brauche ich ja nicht mehr viel weiter erkunden im Augenblick. Ja, will. Da ich alles Nennenswerte schon gefunden habe. Ja. Also Eisen, Gold, Steine, Lehm. Schafe. Vorstaut. Aber sicher ist sicher. Vor allem habe ich dann mehr Gebiet offen, frei, um zu sehen, wenn mich die Windländer angreifen. Ja. Weil bis jetzt haben wir ja nur die Räuber. Getroffen. Wir haben hier wirklich eine kleine Lichtung à la Robin Hood sich eingesackt. Ich gehe aber dezent an ihrer Siedlung vorbei. Ich möchte nämlich, wie gesagt, keinen Streit mit ihnen. Ich meine, irgendwie kann man sie ja auch verstehen. Ja. Sie haben sich hier eine friedliche Siedlung aufgebaut, wurden von Windländern, irgendwelchen wilden Indianern, vertrieben. Fast alle getötet. Ja. Sie sind die letzten Überlebenden und können nirgendwo mehr hin. Ja, will. Oh Mann, hier ist alles trocken. Hier wird es allerdings noch Gold und Eisen geben, wenn ich unbedingt welches brauchen würde. Ja, jetzt ist nicht mehr Holz das Problem, es fehlen halt Steine und Weizen. Aber Weizen gibt's ja genug. Kaputte Mühle. Das sieht aus wie eine kaputte Bogenmacherei. Hm.
Ja, will. Gut. Ja, will. Ja, will. Das ist auf jeden Fall ein kaputtes Wohnzelt. Und was das hier mal war, keine Ahnung. Eine Schule? Genauso wenig, keine Ahnung, was das hier mal gewesen sein soll. Das war auf jeden Fall mein Wachturm. Hey, zwei Familienhaus ist fertig. Gebe ich gleich mal noch eins in Auftrag. Oh, das Zweifamilienhaus ist auch fertig. Und gib auch gleich den Steinmetz in Auftrag. Ah, ja, der macht sich hier am besten. Da hat er nämlich die Steine im Gebirge nicht weit und auch die Steine hier unten. Ja, wen? Ja, will. So, hier wäre wirklich noch ein Gebirge voll mit Gold und Eisen. Ja, will. Allerdings wären da die Räuber im Weg. Ja, will. So, das heißt, ich folge mal dem Fluss. In der Hoffnung, dass ich bald Nahrung finde. Sonst haben wir ein Problem. Gut. Ja, die letzte Nahrung, die ich gefunden hatte, war da hinten. So, du bist erwachsen. Ja. Das heißt, du lernst gleich mal den Müller. Der Ruf. Ja. Und ziehst auch gleich mal in das Wohnhaus ein. Oh, hier ist Nahrung, sehr gut. Ja. Ja, Werkzeugschreinerei steht schon eine Weile leer, das ist aber nicht so schlimm. So, Müller. So, ihr kriegt auch beide mal Söhne. Ah, cool, hier ist auch ein Zwischengang zwischen den Flussteilen. Das heißt, ich kann dem Fluss eigentlich mal nach Süden noch folgen. Und sollte dann wirklich in mein Dorf zurückkehren mit dem Kundschafter und ihm einen anderen Job geben. Ja, wie? Okay, lassen wir ihn erstmal eine Runde schlafen.
Einen Spielstand überspeichern. Du möchtest Haftgrim heiraten. Ach ja. Von mir aus, dann heiratet den halt, aber so Holzfäller halt. Unverheiratet. Ja. Oh, unser Steinmetz-Set ist schon fertig. Das heißt, du wirst gleich mal befördert. Ja. Das da muss nicht gebaut werden, wenn wir da eins haben. Fällt mir gerade so auf. Bau mir dann lieber eine Töpferei dahin. Es war ein Stückchen zu Nebenarbeiter, aber das geht noch. Ja, wen? Ja, wen? Hier sind wirklich wieder viele Bisons. Ja, wenn ich die beiden Träger kriege, der meinem Bäcker hilft, dann ist das noch eine Weile her mit der Nahrung. Ja. Ja, will. So, wir haben noch eine unverheiratete Frau. Ich kann nachher den Bierbrauer heiraten. Ja. Ja genau, ich lasse den Goldschürfer und den... Den Goldsammler und den Tischler in ein Haus einziehen, also der, der mir Bögen und Möbel macht. Weil den Holzfäller werde ich durchgehend brauchen. So, das heißt, wir gucken uns noch das Grün hier an. Ja, will. Oh, die vielen Bisons grasen. Ja. Jo. Ja, Zweifamilienhaus ist fertig. Bäcker, du kannst trainiert werden. Das finde ich auch sehr gut. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal meine Brauerei planen.